eine richtig süße Idee, dass man zu Game of Thrones zum vierten Staffelstart sowas machen. Dass wir in Berlin sowas haben, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Es hat ein schönes Ambiente und die paar Sachen zwischendurch mit dem Minnesänger machen Freude. Und es ist gesellig, es ist lustig, es ist rustikal, es passt zum Thema und ich freue mich auf die vierte Staffel. Kann man schon sagen, es ist ein schön gelungener Abend. Also das Essen war außergewöhnlich, habe ich so jetzt noch nicht gegessen. Und dadurch, dass wir kein Besteck haben, ist natürlich auch irgendwie cool. Es macht total Spaß, man fühlt sich richtig wie bei Game of Thrones in so einer schönen Tafelrunde. Ich bin mega Game of Thrones Fan. Es entführt einen wirklich so aus dem Alltag in eine komplett andere Welt. Aber wenn man da einmal so drin ist, dann kommt man da ganz schwer raus. Und die vierte Staffel hat da nochmal noch so eine Schaufel draufgelegt. Die vierte Staffel war wirklich die aufregendste und man wurde so überrascht. Es ist so viel passiert, was man nicht erwartet hat. Alte Handlungsstränge, ein bisschen verfestigter erzählt, aber wieder tolle Kulissen. Und man sieht auch wieder so ein bisschen an den Effekten, dass sich die weiterentwickelt haben. Das heißt, Fans der ersten drei Staffeln kommen bei der vierten definitiv auch wieder auf ihre Kosten. Und deswegen definitiv ein Muss. Und wenn, dann ehrlich gesagt Blu-ray. Weil dann sieht es erst richtig gut aus. Es gab einige Momente, die einen, wenn man es dann um 5 Uhr morgens geguckt hat, doch nochmal so aus dem Wachkoma gerissen haben und man sitzt dann da und denkt, ach du Scheiße. Aber das ist ja Game of Thrones im Allgemeinen. Bei Game of Thrones ist ja einfach so, dass jede Folge irgendwie krass ist. Eine der besten Serien, die es jemals gab und ich hoffe, dass sie weiterhin den Niveau so hält.